Die graue Sinnlichkeit von unlackiertem Aluminium schickt jeden Betrachter sofort auf eine Zeitreise in die späten 30er Jahre des vergangenen Jahrhunderts. Funktionaler Purismus, gepaart mit handwerklicher Perfektion. Faszinierende Details eines großen Konzepts. Der Auto Union Typ C war einer der mächtigsten Rennwagen seiner Zeit. Maximal 750 Kilogramm durfte dieses Auto ohne Fahrer, Kraftstoff, Öl, Wasser und Reifen wiegen. Das geringe Gewicht in Kombination mit dem gigantischen 6 Liter 16-Zylinder-Motor brachte beängstigende Fahrleistung. Heute werden die wenigen fahrbereiten Exemplare nur noch selten aus ihren klimatisierten Garagen geholt. Generalstabsmäßig geht es dann zur Sache. Die Audi-Klassik-Techniker sind absolute Experten und wissen genau, unter welchen Bedingungen sich ihre Schätzchen am wohlsten fühlen. Die Details sind es dann, auf die es ankommt. Denn schon als die Auto-Union Silberpfeile noch nagelneu waren, ging es nicht um die Sicherheit des Fahrers, sondern um Leistung, ausschließlich um Leistung. Rennsiege in den 30er Jahren waren noch weit prestigeträchtiger als heute Formel-1-Erfolge. Die Rivalen von Mercedes, Ferrari, Maserati und Co. bauten immer stärkere Autos. Die Auto-Union wollte unbedingt mithalten. Das Ergebnis: der Auto-Union Typ C. Er war 1936 das erfolgreichste deutsche Grand Prix-Auto. Der Monstermotor hatte 520 PS und ein Drehmoment von 853 Newtonmetern bei 2500 Umdrehungen. Die Höchstgeschwindigkeit betrug 340 km/h. Der urgewaltige Klang ertönt heute nur noch bei ganz besonderen Anlässen, zum Beispiel dem 8. Grand Prix Historique in Monaco. Ans Steuer darf dann natürlich auch nur ein ganz außergewöhnlicher Fahrer, einer wie dieser unscheinbare ältere Herr, Jahrgang 1945 aus Belgien. Jackie X ist einer der erfolgreichsten Rennfahrer aller Zeiten. Zweimal war er Vize-Weltmeister. 8 Formel-1-Siege stehen in seiner Bilanz und vor allem 6 Siege bei den 24 Stunden von Le Mans. Ein Mann, der weiß, wie schnelles Autofahren funktioniert und auch vor einem Monster wie dem Typ C nicht zurückschreckt. Wer mit diesem Auto Rennen gewinnen wollte, der musste robust und angstfrei sein. Sicherheitsgurte und feuerfeste Kleidung gab es damals noch nicht. Dafür den infernalischen Sound, wie ihn wohl kein anderes Auto jemals wieder so hervorgebracht hat. Erstaunlich weit vorne sitzt man im Silberpfeil, den riesigen Mittelmotor direkt im Rücken. Damals ein absolutes Novum, hatten Rennautos den Motor bis dahin doch ausnahmslos vorne. Es ist absolut ungewöhnlich, den Originalsound dieses 16-Zylinder-Motors zu erleben, wie er 1938 zum letzten Mal hier in Monaco zu hören war. Das Geräusch ist einfach unglaublich, aber dafür sind wir ja alle hier. Sound und die dadurch ausgelösten Gefühle. Der Auto-Union Typ C gewann 1936 3 von 5 großen Preisen, die Hälfte der Rundstreckenrennen und alle Bergrennen mit Auto-Union-Beteiligung. Er war zu seiner Zeit tatsächlich das Auto. Es ist einfach wundervoll, weil man muss sich ja mal daran erinnern, dass der Auto Union Typ C 1938 schon mal hier in Monaco gefahren ist, mit den größten Champions, die es damals gab, Rosenmeier, Caracciola, Nuvolari, alle großen Namen waren dabei. Wenn du die Chance hast, ein Auto Union Typ C zu fahren, dann ist das einfach nur ein absolutes Privileg. Dieses unglaubliche Auto mit einem Gewicht von nur 750 Kilo, 16 Zylindern, in der Leichtbauversion mit viel Magnesium, unglaublich. Erstaunlich, wie technisch weit entwickelt der Auto Union Typ C damals schon war. 2 Rootskompressoren versorgten den Motor mit verdichteter Luft. Eine obenliegende Nockenwelle steuerte die 32 Ventile. Der Motorblock bestand komplett aus Aluminium. Womit wir wieder bei der Sinnlichkeit der puren Funktionalität angekommen wären. Und am Ende unserer Zeitreise, die eigentlich noch lange hätte weitergehen können.